Herzlich willkommen zum Gemüsefarm-Podcast und heute spielen wir Teil 2 des Konterbunt-Spiels und damit begrüße ich meinen Co-Moderator Tom Arte. Hallo, wie geht's, wie steht's, Arti? Ja, ich freue mich riesig auf den zweiten Teil. Ja, wir haben ja nochmal kurzer Rückblick. Wir hatten jetzt diese Kategorie Minispiel gespielt, und da haben wir irgendwie vier, fünf Levels gehabt. Und jetzt kommen noch drei, glaube ich, Jetzt sind machen wir noch den Sack übrig. zu, ja. Jetzt, ja, jetzt tun wir den, wie haben sie genannt, den Stammtischparolen, tun wir jetzt Paroli den bieten. Kampf ansagen. Ja. Ja, genau, wir bieten Paroli, Und jawohl. wir haben ja den Speedrun-Hack, haben wir jetzt gelernt, immer den längsten Text anklicken für Ja, das mega geil. demokratiefreundlichste Ergebnis. Und ich denke, wir fahren ganz gut damit. Immer die linke Textwand nehmen. Dem Sinne, Ja. let's go. Jupp. So. Dann gehen wir mal hier auf. Was ist denn das? Die Pommesbude oder sowas? Mal schauen. Ja. Die Bürokantine. Bürokantine. Oh, das riecht Alles nach klar. Sexismus. Ja, einmal harzer, immer harzer, sagt einer. Das hat man doch schon mal. Ach Gott, ist das Spiel schlecht, oder? Ja, es ist irgendwie doof. Ich verstehe deine Abwehr. Niemand will gerne auf Hartz IV angewiesen sein, aber die meisten versuchen da rauszukommen. Das ist wie immer so. Das ist die längste Antwort, das wird die richtige sein. Jo. Ja, lass es einfach unkommentiert nehmen. Arbeitslose sind Sozialschmarotzer. Geht halt gut weiter. Das Ding ist, wir hatten das wirklich schon, das Thema. Deswegen würde ich mich da eigentlich relativ schnell durchklicken. Lass nochmal das erste nehmen. Ich finde schön bei zweitens, es gibt viele Schmarotzer unterstrich innen. In der Das Natur vor allem. Das ist eine intelligente Strategie. Alter Schwede, was ist das denn für Luise eine. Vollfrech gibt den Daumen nach oben. Was ist denn das für ein Argument? Okay. Oh, Es schon gibt auch wieder Mord in der richtig. Mensch. Natur. Also, so. Wohnungslose sind doch alles Trinker und haben deshalb ihre Wohnung verloren. Ja, auch das hat man schon. Ja, nimm das zweite. Ja, die Empathie-Scheiße nehme ich hier. Genau. Oh. Siehst du, da sind wir Und richtig ins dann. Grün gekommen. Richtig geil, richtig geil. Ja, Und grün, super, grün. richtig geil. Wie ihr seht, Mensch. liebe Zuschauer, einfach immer das Längste nehmen. Dann passt das schon. Ist so schlecht. Oh, der Bolzplatz. Bolzplatz. Nach einem langen Tag gibt es nichts besser als ein bisschen Bewegung. Das leidenschaftliche Freundschaftsspiel auf dem Bolzplatz geht bereits in die Halbzeitpause. Gerade willst du dich mit einem Schluck Wasser erfrischen, als du das andere Team spöttisch lachen hörst. Ach, ist doch nur ein Witz. Die machen böse rechte Witze. Ah, das hat man Ein doch auch barrierefreier schon. Ausbau macht das ganze Stadtbild kaputt. Ich lach mich schlapp. Also, was ein geiler Ja, vor allem ist die erste Antwort, gibt's dich auch witzig. Also, das sollte ja auch gar kein Witz sein. Also, ist das dir nicht beim Spieltesten aufgefallen, dass das hier. Vor allem das zweite Kopfsteinpflaster ist nicht nur für behinderte Menschen ein Problem. Ach so, Das Entschuldigung, ich stimmt, ja. dachte, das sollte irgendeine Beleidigung werden. So ist es. Ja, entweder das zweite oder das vierte, ne? Ja, nimm das zu. Ich sehe gerade, wir haben sogar einen neuen Avatar. Also irgendwie hat sich das ja. Ha. Ja, das hat es nicht gespeichert. Erstaunlich. So. Behinderte halten den ganzen Verkehr auf. Ich finde Psst eigentlich ziemlich geil. Ja. Das erinnert mich an die Ja. Cartman-Folge mit dem Hundeflüsterer. Das Ja, ist nehmen wir das erste, oder? wegen mir, ja. Genau, das ist so ein Nachhaken Oh, bei dem das war anderen. ja zwei Felder weiter fast, Mensch. Richtig gut, ja. Wer nicht sprechen kann, kann auch nicht denken und Entscheidungen treffen. Auch das hat man schon letztes Mal. Wir hatten da das zweite genommen. Ach nee, Quatsch. Und Menschen, die keine kommen. Wobei, die Antworten sind jetzt tatsächlich neu. Diese Ja. These hat man schon, die Antworten hat man letztes Mal so noch nicht. Ich Ich würde würde dann das das dritte dritte, nehmen. oder? Ja. Ja, so bei dem Nachhaken. Gibt bestimmt wieder Punkte, dass man halt in Ja, hier sind wir Diskussion ja wieder kommt. richtig gut gelandet am Ende. Richtig gut. Ja, Grün, Mensch, grün, ach, das grün. ist ja wirklich, also Also, ja. Speedrun. Hey, du hast es fast geschafft. Wenn du bereit bist, dann wartet auf der Familienfeier eine konterbunte Überraschung auf dich. Hier geht es hektisch zu. Du hast nur noch 50 Sekunden Zeit, um Oh zu Gott. reagieren. Jetzt kommt es darauf an. Achte darauf, dass die Stimmungsanzeige am Ende des Gesprächs im grünen Bereich liegt. Zeig, dass du diese Situation deeskalieren kannst. Nur dann erhältst du den letzten Stern im Training. Ach, sind wir immer noch im Training? Okay. Ah, okay.
Also ich weiß nicht, ob dann noch ein anderer Modus kommt, aber Weil ich möchte glaube darauf nicht. hinweisen, wir spielen das Spiel im schwersten Modus, den es Ach gibt, also so, den man konnte mittleren den Modus Modus. wählen? Ja, es gibt den leichten Modus, ich habe keine Ahnung, was denn noch ist. Okay. Da Vielleicht ist wird im der Mauskursor so langsam zur richtigen Antwort hingeführt, weißt Vielleicht ist im leichten Modus die Zeit weg. du? Ah, okay, ja. Das wäre Das eigentlich wäre gut für für uns uns besser gewesen. gewesen. Ja, Können wir da machen mal wir das. kurz ein Level antesten, aber jetzt spielen wir das erstmal fix durch hier. Die Jawohl. tolle Familienfeier mit den alten Leuten, die ihre Genau. Altherrensprüche fallen lassen. Also, oh, das Schön, triggert dann noch mich die so, dass das Familie. immer zweimal kommt hier. Ja, es ist nervig. Eltern, Kinder, Tanten und Cousins, auf deiner Familienfeier ist wieder einmal die ganze Verwandtschaft versammelt. Und bis zum Nachtisch zeigen sich auch noch alle von ihrer besten Seite. Aber es wäre wohl keine echte Familienfeier, ohne dass es nicht doch ans Eingemachte ginge. Ist doch wahr! Das wird man ja noch sagen dürfen, ja. Genau, jawohl. Oh, Mensch, das ist ja sogar ein Satz, der in dem Fall fallen könnte, ne? Ja, die Flüchtlinge sollen in dem Land bleiben, in dem sie ankommen, ist hier die These von unserem Onkel. Ach Gott, das hatten wir auch schon letztens. Das ist dann das Letzte gewesen, ne? Also die Antworten sind alle das Ja, Letzte, aber. das Letzte, ich lese mal kurz vor für die Zuhörer, wäre, alle sollten das Recht auf ein gutes und sicheres Leben haben. Wenn manche dafür schummeln, ist das zumindest menschlich nachvollziehbar. Es geht halt so auf die Fühle-Ebene. Also an sich ist es menschlich nachvollziehbar, das stimmt schon, aber Recht auf ein, also keiner hat das Recht, nicht jeder hat auf der Welt hat das Recht auf Leben in Deutschland. Klick das ruhig an. Siehst du, sehr gut. Das war aber nur gelb, So, interessant. Flüchtlinge schummeln alle mit ihren Dokumenten, um hier bleiben zu dürfen. Das sind die ersten Da zwei ist doch schon Aussagen wieder sind unsere wieder nur letzte Beleidigungen. Antwort. Ja, krass. Ah, da würde mich jetzt interessieren, was hier besser ist, das dritte oder vierte, weil ich finde das beides Schwachsinn. Also Ja. das dritte wäre, wir können mit unserem Ausweis in fast alle Länder reisen. Wäre es nicht wünschenswert, dass es allen so geht? Nein, natürlich nicht. Wir wollen ja nicht, dass Hinz und Kunz nach Deutschland kommen. Also reisen ja, aber nicht bleiben. Ist das so schwer? Ja, sowas Dämliches, Auch das wirklich. Erste, du kannst das nicht nachvollziehen, dafür braucht man Mitgefühl. Ja. Auch so ein Lass Ding. nochmal das letzte nehmen. Ja, läuft Okay. langsam. Aber wir müssen ins Grüne kommen am Ende, denk dran. Oh, letzte Heutzutage muss Chance. man behinderte Kinder doch nicht mehr zur Welt bringen. Oh, interessant, das hat man noch nicht. Also ich würde, das zweite würde ich tatsächlich so auch sagen. In der Stelle. Das Ja. wäre, das bedeutet aber indirekt, dass das Leben von behinderten Menschen nicht lebenswert sei. Also, das ist ja tatsächlich Das ist so ein Knackpunkt, ja. so ein Knackpunkt, ja, bei dieser Diskussion mit Abtreibung von behinderten Kindern. Ja, Abtreibung ist das. generell eine schwierige Diskussion. Ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Aber bei dem besonders. Ah. Ah, es geht ins Oh, wir Grüne. haben noch eine Frage, das wusste ich gar nicht. Ich dachte jetzt, okay, na dann, Ich Juden glaube, das kontrollieren letzte die Level ist Welt, das ist ja länger. hier wirklich der Endgegner. Ah, das wird das erste sein, weil die ChristInnen schreiben. Das stimmt. Also bei dem ersten finde ich ganz gut, dass es wieder mit so einer Frage endet, also dass man dann diskutiert. Das zweite, das enthält dann halt den Begriff Verschwörungstheorie. Ich denke, die Macher des Spiels finden das gut. Ja, mit der Frage war immer das Bessere, ne? Ja, ich denke auch. Lass die Frage nehmen. Also die Frage für die Zuhörer? Ja, Ja, okay. easy. Ist scheißegal. So, Blondinen sind blöd, sagt unser Alter, Opa. wie lange geht denn die Familienfeier noch? Wir kommen ja hier ins Dunkelgrüne noch. Ja. Gott, das dritte ist so schön knirsch. Das ist so schön knirsch. Alter, ja, das dritte. Das Grundgesetz verbietet Abwertung aufgrund des Aussehens. Außerdem hat die Haarfarbe nichts mit Intelligenz zu tun. Du kommst erstmal so, ey, ich bin Grundi, ich mag das Grundgesetz. Kommst erstmal Grundi. so auf der Familienfeier an. Hat das Grundgesetz ein Maskottchen, das würde dann, wenn es das gäbe, so aus der Hecke gehüpft Aber kommen? wenn ich mir das so betrachte, ich denke, diese dritte Antwort wäre die beste tatsächlich. Auf jeden Fall, auf jeden Ja, Fall. auf jeden Die ist Fall. so Wir dumm, wären da macht bestimmt man sich auf jeder Kuhi-Team. Party Freunde. Ja, das Ich klick Grundgesetz. mal. Klick Ah, mal. hier. Alter, jawohl. Easy. Aber du hast recht, wir haben am Anfang ein bisschen daneben gelegen hier. Aber Ja, dann haben wir uns also was ist zusammengerissen. daneben? Es war Und okay, hier, aber nur ja. gelb. Und am Ende haben wir hart alles geregelt. Ja, aber nochmal ein bisschen aufs Tempo gedrückt und ja, so. Jawohl. Was ist jetzt hier?
Super, Super, du du hast hast das das Training Training geschafft und geschafft. alle Orte freigespielt. Glückwunsch, Komma-Punkt. Er Kein wollte immer noch keinen Namen vergeben. Das Spiel ist jetzt im Konterbunt-Modus. Ab sofort hast du die Möglichkeit, an jedem Ort unterschiedliche Themen frei auszuwählen. Für jedes Thema, das du an einem Ort abschließt, erhältst du einen neuen Stern. Aber Vorsicht, auf der Familienfeier geht es wieder besonders hektisch zu. Aha, ja, wir könnten das ja mal ausprobieren. Klick vielleicht nochmal in die Ja. Bar rein. So, wenn du alle an einem Ort, nee, andersrum, wenn du an einem Ort alle Themen durchgespielt hast, erhältst du einen konterbunten Stern. Yay. Setz deine Strategien richtig ein und hol dir alle konterbunten Sterne. Catch them all. Achte aber immer auch darauf, dass die Stimmungsanzeige am Ende des Gesprächs im grünen Bereich liegt. Werde Kontermeister in. Ja, jetzt wollen Gottes. wir der Allerbeste sein, so wie keiner von uns war. Das ist so wie im Rap-Battle, du schreibst hier deine Konterrunden. Ne? Das ist Ja. Ja, dann Fangen gehen wir wir zur oben an? Dönerbude. Zur An, ja, Dönerbude? genau. Ja, nee, hast recht. Den Wir gehen zum Diskutieren Spielplatz-Konnoisseur. natürlich schön auf den Spielplatz. Logisch. Gibt es da jetzt hier. Erwähle das Thema, Was aha. haben wir denn hier? Was ist Ist Thema das 1? Sexismus? Sexismus und Thema 2, Trans- und Homofeindlichkeit. Mensch, Aha, ich interessant. bin ja ob der Variation erschüttert, also. Ja, Wahnsinn. Ah, geil, warte mal, es ist ja aber auch geil. Ich stell dir jetzt mal vor, du redest auf dem Spielplatz über Trans- und Homofeindlichkeit. Also, schon sehr eigenartig. Ja. Oder auch Sexismus, so. Ja, Kindergärtner sind alle pädophil, das ist bestimmt Ja, richtig gut. ich will nicht, dass die Kinder jetzt hier Vater, Mutter, Kind spielen. Das ist sexistisch. Und werden denen tradierte Rollenvorstellungen vorgelebt. Und ja, nee, lass uns das mal nehmen mit der Trans- und Homofeindlichkeit, weil das hatten wir generell, glaube ich, noch nicht Okay, so oft. So, los geht's. ja, das hat Ja, man das schon, haben wir schon. dieses Intro. So, Kinder werden verschwult, Oh. sagt der Dieter. Aha. Naja, also das Zweite wird das sein, was die wollen, was wir sagen. Das zweite, das erste, ne? Ja, also Das ich dritte auf jeden ist, Fall das das vierte Zweite. ist noch so, vielleicht. Ja. Ja, nee. Also das Zweite für die Zuhörer, Respekt und Achtung vor unterschiedlichen Lebensweisen ist wichtig. Das lernen Kinder durch die Thematisierung sexueller Vielfalt. Ja, sehr Also gut. vor allem Kinder, naja. Gut, könnte man noch So. diskutieren, aber wir haben nicht so viel Zeit, wir haben nur 40 Sekunden. Schwul und Schwul lästig oder sein Lesbisch? ist eine Phase. Genau, okay. Oh, Ja, das das erste erste wieder brauchen wir gar nicht kommt. weiterlesen. Ja, also wenn da schon Menschenrecht in der Antwort steckt. Homosexualität als Phase zu bezeichnen, stellt das Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in Frage. Ja. Also Menschenrecht immer gut, ja. Ja, Mensch. Ich Zack. persönlich, ja, krass, weil das Dritte hätte ich eher so in der Realität noch gesagt, was da gerade stand. Na egal. Zwei Mütter oder zwei Väter schädigen Kinder. So, wo ist die Antwort? Ja. Naja, okay, dann, auch hier, ja, Das würde ich erste, tatsächlich das halt vierte. widersprechen. Ja, also. Ja, wie Kinder brauchen Bezugspersonen, die sie lieben. Wieso können das nicht auch zwei Mütter oder zwei Väter sein? Weil da Also, was fehlt. ja, weil da was fehlt. Klar können das auch zwei Mütter oder zwei Väter sein, aber da fehlt halt was. Ja, lass ruhig das erste nehmen. Jetzt habe ich es Also, schon zwei vorgelesen. Mütter, zwei Väter sind immer noch, erstmal klicken, besser als nur eine Mutter oder ein Vater, aber ja. Trans, inter, nicht binär. Vor allem Transstern, interstern, nicht binär. Das ist doch alles Gender-Gaga. Gott, das erste ist so richtig schön belehrend, ey. Ja, wer bist du, dass du denkst, über die Identität von Menschen urteilen zu dürfen? Ich schwanke zwischen dritten und vierten. Also, Ja, geht ja jeder nicht. Mensch hat das Recht, die eigene Identität auszuleben. Dazu gehört auch das Geschlecht. Würde ich Oder, auch so nehmen. oh, ah, scheiße, haben keine Zeit Die mehr. Zeit, die Irgendwie Zeit, die haben die auf Zeit. 40 Sekunden runtergestellt. Ja, Jetzt hier die haben es auf 40 im Sekunden harten gestellt. Modus. Ja. So, So, das alles. war's. Ah, hier haben wir leider Mist. Hätten wir doch das letzte nehmen sollen. Ja, So, so, jetzt gehen zurück wir auf die zurück zur Karte. Karte. Das kann man. Also ich So. würde, warte mal, stopp. Wollen wir jetzt hier noch das freispielen? Dann kriegt man, glaube ich, den Stern. Ja, also ich frage mich, ob wir das jetzt überhaupt noch weiterspielen wollen.
Also ich will zumindest Also, einen ja, gut, dann, ma okay, dann machen wir Konterbuchstaben. nochmal das Thema Sexismus und dann beenden wir das aber. Also Ja, zumindest dann. dieses Training hier. Dann schauen wir uns vielleicht noch den Strategieguide an. So, Spielplatz hat man schon, genau. Frauen sind immer so zickig, ja, das hat man schon in der allerersten Runde. Gut. Vor allem das Erste finde ich ganz dämlich, schon fachlich. Warum regt es dich auf, wenn Frauen Konflikte emotional austragen? Männer verhalten sich doch meist nicht anders. Also das hat, es geht irgendwie am Thema vorbei mit dem Zickig, Ja. finde ich. An dir ist ein Mario Bart verloren gegangen, ist ja fast sympathisch. Eieiei, jetzt zack, so Ach, fertig. das war's, aber war richtig, das Erste. Ja, Okay, natürlich krass. war das richtig. Die längste Antwort. Wie Ja, immer. wie immer. Oh, erfolgreiche Frauen haben sich bloß hochgeschlafen. Ah, 1 oder 2? Diskriminierung ist verboten. Ja, das Zweite hat halt wieder diese Buzzwords für mich. Genau, Diskriminierung ist genau. verboten. Mit dem Spruch wertest du die Fähigkeit einer beruflich erfolgreichen Frau krass ab. Also das ist auch so schön belehrend. Also ich Ja, wette, das ist grün. ich Klingt das kann mal mir an? Ich so eine Stimme, so eine Frauenstimme vorstellen. mich würde jetzt Zack, ins. Ja, es ist ja, grün. easy. Okay, krass. Blondinen sind blöd. Ja, das hat man doch auf der Familienfeier schon. Ja, nimm das hier mit dem Grundgesetz. Grundi, Grundgesetz, Die genau. So, Frau am Steuer, ungeheuer, sagt er. Gott. Aha. Ich finde die Antworten mal wieder alle dämlich. Auf jeden Fall. Vielleicht das erste noch, Ja, das erste noch. Ich dachte immer, man braucht zum Autofahren nur Hände und Füße, nicht das Geschlecht. wenn die Ladies Ja. wüssten, wie wir eigentlich lenken. Das ist halt, aber auf der anderen Seite, das ist halt so Sarkasmus, das tut eigentlich das Gespräch, wisst ihr, das ist eigentlich nie gut im Gespräch, Ja, aber wir nehmen nimm's das mit dem. trotzdem. Oder, na gut, ja, Ja, war siehst du, so es wäre dann im semi, Orange. ja. Genau. Was kommt denn da bei dem letzten? Also für eine Erklärung? Feedback. Naja, versuch es doch mal mit einer Strategie oder einem inhaltlichen Argument. Ja, das. Also an Ja, wir sich hätten das mit kann. der Frage nehmen können. Ja, genau. Das war halt so. Naja, so dieser Sarkasmus, der bringt halt immer das Gespräch auf eine andere Ebene. So kommst du wirklich nicht weiter. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Stern bekommen. Ich hoffe doch, oder? Kommt jetzt hier. Karte. Boah, was Aha. für ein Effekt. Und natürlich ist der Konterbund-Stern so eine Art Homo-Trans-Stern. Ist es. Ach, oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder? Es sieht so Das sieht regenbogenfarben aus. verdächtig aus. Ja. Ja, also rot, grün, rosa, blau. Das ist Ist irgendwie leider alles nicht so die in Gelb. Stolzflagge. Ja, Stolzstern brauchen wir hier. Oh Vielleicht gibt es Gott. den bei Cosmetics zu kaufen. Ja, die restlichen Level würde ich jetzt wirklich nicht mehr gern spielen wollen. Ich möchte bloß mal schauen, was es bei der. Fa Oh! Oh, bei der Familienfeier gibt es viele Themen. Was haben wir denn hier? Ah, du siehst gar Ach, nicht, das ist. ich muss Ach das erst so. noch freispielen. Ach Nee, ich Gott. glaube, bei der Familienfeier ist es, da haben sie ja gesagt, das ist weiterhin chaotisch, da kriegt man wahrscheinlich aus allen Themen. Geh zum Beispiel mal auf das Level davor, ob du da was Ach auswählen stimmt, ich kannst. könnte ja auch spielen gehen können. Ja, okay. Genau, machen wir da. Ja, Ja, hier da kannst könnte du ich, nämlich ja. wählen. Ich denke, das liegt einfach an der Familienfeier. Was haben wir denn? Rassismus, Sexismus, Trans, Behindertenfeindlichkeit. Das heißt ableistisch phob oder irgendwas, Ja. ne? Also ihr Du seid hast hier nicht übrigens ein up bisschen to date. gescrollt jetzt hier. Man hat wieder unten so einen hübschen Ja, geht Rand. wieder los. Vielleicht kannst du noch ein Stück gehen. Klassismus, Sexismus. Antiziganismus, der hat jetzt sicher. So, ja. Warte hier, das ist der richtige Ja, oh. Nicht Scrollbalken. zur Amadeo-Antonio-Stiftung, ja. So. Genau. So, dann lass mal ins Hauptmenü nochmal gehen. Und ja, also wir hätten jetzt das Parolenverzeichnis, das hatten wir uns ja letztes Mal schon angeschaut. Da sind einfach alle diese Parolen zu sehen und für jede Parole so ein ellenlanger Text, warum das falsch ist. Und dann gibt es hier noch den Strategieguide. Vielleicht klicken wir da mal noch kurz rein. Wir müssen das ja nicht in epischer Breite hier durchnehmen. Ja. So, sag mal, das Parolenspringen nicht mitmachen. Das stimmt tatsächlich. Das hasse Dass ich man auch bei im einem Thema Gespräch. bleibt. Ja, unbedingt. Unbedingt. Initiative ergreifen. Ah, na, Nö, wer man kann die Parolen Leute schwingt. sich auch um Kopf und Kragen reden lassen, oder? Na, stattdessen sollten diejenigen, die widersprechen, die Initiative und die Gesprächsführung übernehmen. Schwierig. Also guck mal, stell dir mal vor, du bist jetzt, also jemand tut so eine linke Stammtischparole loslassen. Ja. Dann ist es ja eigentlich auch.
schlecht, du lässt den übelst gewähren. Gut, das ist halt generell das Problem. Es kommt halt übelst viel, finde ich, einfach auf die Situation an. Also wenn du jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, du bist halt in einem Freundeskreis, ich spreche aus Erfahrung, der eher links geprägt ist und du bist da in der Unterzahl in dem Moment. Also dann finde ich zum Beispiel, ist es eigentlich nicht mal sinnvoll, überhaupt das Gespräch anzufangen. Dann würde ich in dem Moment zum Beispiel nicht groß die Initiative ergreifen und die Gesprächsführung übernehmen, weil das geht vielleicht mal gut, solange du mit dem redest, aber wenn dann drei, vier Leute auf dich einreden. Ja, und es kann auch darin münden, dass du dann den anderen einfach sozusagen unter den Tisch redest. Aber damit überzeugst du den Ja, halt nicht. also ich würde auch sagen, das ist ein bisschen ein komischer Tipp. So, Gesprächsregeln herstellen. Ach Gott, Gesprächsregeln herstellen. Ja, das. Wird es zu laut und gerät alles durcheinander, was in solchen Situationen eigentlich immer der Fall ist, dann heißt es, Regeln aufzustellen und einzufordern, zum Beispiel sich gegenseitig ausreden zu lassen. Ja, da würde ich schon sagen, das stimmt Das ist auch tatsächlich. irgendwie so Also, die einzige Regel, die mir so sinnvoll einfällt, so auf die Schnelle. Also ja, sowas mit unbedingt. Handzeichen, das funktioniert nicht. Ja. Das ist halt. Ist halt schwierig, weil ein normales Gespräch ist halt nicht so formalisiert wie im Parlament oder so, dass jemand nur eine Richtig. Minute redet, dann hört der andere zu und so. Naja. Also das Einzige, was man vielleicht machen kann in so einer größeren Freundesgruppe, tatsächlich, wenn es wirklich was Wichtiges ist, dass man sagt, einer wird Moderator, der dann einfach so immer zuweist, wer jetzt was Ja. reden darf. Das Das hatte habe ich ich ja aber noch auch nie nur erlebt. einmal tatsächlich. Ach, wirklich? Okay, Ja. das habe ich noch nie erlebt, krass. So, was gibt's noch? Gezielt nachfragen. Na ja, gut, das brauchen wir nicht weiter klären. Zum Oh, Zuhören hier. zwingen. Willst du jetzt alles anklicken? Nö, wir haben ja gerade was übersprungen. Aber das interessiert mich jetzt, weil das ja eigentlich mit dem hier oben, mit dem Initiative ergreifen, ein bisschen auf Okay. Kriegsfuß steht. So, Stammtischparolen werden nicht mit der Absicht verkündet, echte Gespräche zu führen. Wirkliche, ernsthafte, geführte Gespräche haben nämlich das Ziel, den Beteiligten zuzuhören, Argumente abzuwägen und diese gegebenenfalls mit der Einsicht aufzunehmen, eine bessere Erkenntnis gewonnen zu haben. So aber funktionieren die Situationen an den Stammtischen nicht. Um zumindest ansatzweise ein echtes Gespräch herbeizuführen, sollte man darauf bestehen, sich gegenseitig zuzuhören. Ja, Ja, das ist halt ist ähnlich wie mit den einmal eins, oder? Gesprächsregeln. Ja. Ist halt wie mit den Gesprächsregeln. Also ausreden lassen und so aufeinander zuhören. So keine Belehrung, nicht moralisieren, sich Alter, was? positionieren. Nicht moralisieren, eure scheiß Antwortmöglichkeiten waren immer das Grundgesetz, Stimmt die eigentlich. Ja, klick Menschenwürde. mal da drauf. Ja, klick mal da drauf. Hast recht eigentlich. Nicht moralisieren. So, wer moralisiert, also empört den Zeigefinger erhebt, demonstriert eine tiefere, also bessere Erkenntnis. Unabhängig davon, ob sie oder er tatsächlich eine solche fundierte Einsicht hat, kommt das nicht gut an. Aha. Ja, empört den Die Zeigefinger. Gut, die Antworten, die sie hier immer gegeben haben, von wegen Grundgesetz und Menschenrechte und so, gut, die waren jetzt nicht direkt empört formuliert, aber trotzdem waren die super moralisiert. Also, Also das wertet mir. Frauen krass ab. Ja, aber das war zum Beispiel keine Antwort hier, die grün geworden war, oder? Doch, Ich glaube, doch. die waren nur gelb gewesen. Doch, doch, die war grün. Ah, Aber das okay. kann der geneigte Zuschauer gerne mal noch in der Aufnahme nachschlagen. Ja, genau. Gut, sich positionieren. Ja. Dass die auflösen, ja, das hat man ja schon in dem Filmchen gesehen von ARD Alpha, dass man das machen soll. Probleme verdeutlichen. Widersprüche aufdecken. Sich an Sokrates erinnern. Ja, das ist so dieses Thema gewesen, dass man den anderen fragt und dann ihm selber, dass er sich in seine eigenen Widersprüche wickelt. Das hatte ich ja letzte Folge schon drüber geredet. Ich finde, das ist ziemlich, naja, ziemlich theoretisch. Das klappt so nicht in echt. Findest du? Also ich bin damit tatsächlich mal relativ okay gefahren. Echt? Das Problem ist doch daran, dass du mega die Initiative an den anderen dann übergibst. Dann redet der und redet der und redet der. Ah Ja, gut, aber also wenn du du bist den dann vielleicht eher so ein sozusagen Typ. in so, du kannst ja dann irgendwie, wenn er sich dann sozusagen verrennt, dein Gesprächspartner, kannst du dann sagen, sag mal, hier hast du vorhin nicht das und das dazu gesagt und jetzt sagst du das und das. Ja, Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. weil ich denke da tatsächlich an eine Situation, die wir selber beide erlebt haben mit einer anderen Person. Ich will jetzt hier keine Ja, Namen nennen. Und also der Person, die ist ja gar nicht, weißt du, was ich meine? Also
ich hatte es letztes Mal schon gesagt, das klingt zwar in dem Buch schön, wenn man das liest, ja, der andere, dem wird dann auf einmal bewusst, dass er falsch liegt, aber in Wahrheit ist es gar nicht so, weil der hat halt diese Angst vor der Dissonanz, also die Dissonanzreduktion, wie du gesagt hast. Der sagt dann einfach, nee, ich habe trotzdem recht und das passt schon so. Ja, eigentlich spannend, weil diese Person immer diese kognitive Dissonanzreduktion anführt. Ja, ich, Ja, ja, genau. das ist immer sehr gut. Okay. Ja. Vielleicht ist es auf langen Zeitskalen effektiv. Ja. Ja, vielleicht. Die Luft herausnehmen, So. Gefühle ansprechen. Ja, gut, das muss ich sagen, ist tatsächlich aber, gerade wenn man mit Linken redet, finde ich eigentlich so das Ding, was man machen soll. Gefühle ansprechen. Weil die Ja, die machen Linken, das öfters. nee, ich meine, weil auch Linke dafür empfänglich sind, für Gefühlsargumentation. Das ist einfach das Niveau, auf dem die arbeiten. Also die wollen jetzt keine Statistiken hören, die wollen irgendwas mit Fühlis haben. Dann Ja, auch sagst du denen. der normale Mensch auf der Straße, den erreichst du halt besser mit so Gefühlsargumenten als Ja, mit genau. hier PKS Seite 33. Deswegen würde ich das tatsächlich unterstreichen. Ja. Gut, ja, müssen wir es nicht vorlesen, oder? Nee, müssen wir nicht. Wie gesagt, ich würde es So, was dann haben wir gerne noch? Brücken bauen, Grenzen beenden. setzen. Die Perspektive wechseln, auf die Unentschiedenen achten. Ah, das ist interessant. Das. Klick das mal bitte an. Da geht es wahrscheinlich um die Zuhörer. Ein Gespräch ist selten so strukturiert, dass es nur zwei Seiten gibt: entschiedene Pro- und eindeutig erkennbare Kontravertreter innen. Dazwischen befinden sich zumeist noch andere: indifferente, abwartende, dabeisitzende, unentschlossene. Sie und nicht der harte Kern derjenigen, die bloß ihre Parolen dreschen, sind die eigentlichen AdressatInnen des Gesprächs. Auf sie kommt es in erster Linie an. Sie sind noch offen und ansprechbar, sie lassen sich noch beeindrucken von der Entschlossenheit, mit der Widersprüche zu den Parolen geäußert werden und von Argumenten überzeugen. Also das, finde Das ich, kann würde ich ich komplett unterschreiben. unterschreiben. Ja. Ja, unbedingt. Also das ist so die Strategie zum Red-Pilling. Ja klar, Ja. du, also es bringt jetzt keinen Sinn, also es hat jetzt keinen Sinn, mit einem linksextremen Antifa-Mitglied zu reden. Weißt du, den wirst du nicht überzeugen. Auch nicht wirklich mit jemand, der bei Fridays for Future ist, aber vielleicht jemand, der so ein bisschen am Rand steht und sagt, naja, das ist mir schon ein bisschen komisch und da habe ich meine Kritikpunkte, die musst du dir herausgreifen, aber nicht die, die mega überzeugt sind von ihrer Seite. Würde ich in gewisser Weise widersprechen, dass es sinnvoller ist, mit dem Hardliner sozusagen zu reden und diese ja, dabei sitzenden Leute sozusagen denen das zu zeigen, wie blöd oder wie abgehoben diese Ansichten sind von diesen Hardlinern, wie weltfremd das ist. Ja, Ne? also Da musst du gar wenn's. nicht mit denen an sich reden, sondern die sehen einfach nur, Gott, was sagt denn dieser Typ einfach die ganze Zeit für Schwachsinn? Weißt Ja, du? wenn's Beisitzende gibt, dann macht das natürlich Sinn. Aber ich meine Klar, jetzt, klar. wenn du nur one-on-one mit Ja, wem ja, ja. redest, dann macht's keinen Sinn. Aber ja, klar, wenn jetzt Leute in der Nähe sind, ja, umso besser. Dann kannst du ruhig mit so eben Extrem reden, weil dann merken auch die anderen, was das für sinnlose Positionen sind. Also das merkt derjenige nicht, aber die anderen werden es merken. Klar, so ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Hardliner, also pff, da musst du wirklich schon die roten Pillen in die Fresse drücken, dass da irgendwas passieren könnte, aber ja, schwierig. Authentisch bleiben finde ich auch ein sehr guter Tipp. Also man sollte sich halt nicht verstellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht so belehrend drauf ist von wegen Grundgesetz, Menschenrechte, dann sollte man das nicht bringen. Also man sollte sich nicht auf irgendeine Argumentationsstrategie versteifen, die eben gar nicht liegt. Ja, oder man sollte auch nicht anfangen, irgendwelche ja, Akademikerwörter zu benutzen, wo man gar nicht so richtig weiß, was das jetzt eigentlich ist, Ja, sondern dann sollte man halt einfach das normale, ja, basierte Deutsch nehmen an der Stelle, das Bodenständige. unbedingt. Ne? Das ist auch, finde ich, nach wie vor die Kritik beste geht raus an den Strategie. Schattenmacher. Also ich denke, die erfolgreichsten Politiker sind die, die eine einfache Sprache sprechen. Ich denke da zum Beispiel in allererster Linie an Donald Trump. Also der ist ein reicher Typ, klar, aber der spricht wie ein ganz einfacher Mann von um die Ecke. Und das hat die Leute wahnsinnig geflasht. Ja. Das Ding ist halt, Das ist also effektiv. ein sehr schlauer Politiker wird halt auch wissen, wann er ein paar Gänge zurückschalten muss. Ne? Also oh Gott, wie heißt der hier? Der Engländer mit der Zigarre. Nigel Farage? Ach so, Nee, du hier aus meinst dem Churchill. Zweiten Weltkrieg, Churchill war es genau. Ja. Der konnte das auch super.
Ja, der konnte gehoben reden, aber der konnte halt auch einfach wieder hier seine Gossensprache rauskehren. Ja, die guten Politiker, die können das, ja. So, was haben wir hier noch? Oh, Witz und Ironie einbringen ist ein Das hat Tipp. uns aber Klick immer das nur mal bitte Schlechtes an. gebracht. Das finde ich auch ganz schlecht. Also klick das mal bitte an. Aha, Ironie zeigt Absurditäten auf, verdeutlicht Widersprüche und entkrampft. Ein Beispiel: Jeder Sozialhilfeempfänger hat einen Hund und ein Handy. Antwortmöglichkeit 1: Soll er seinen Hund erschießen? Antwortmöglichkeit 2: Das ist ja toll. Wann gehst du zum Sozialamt? Badumts. Ein weiterer Fall: Wir brauchen wieder ein Nationalbewusstsein. Based. Antwort: Machst du auch jeden Morgen Flaggenparade in deinem Garten? Ja, Antwort: Ja. Regenbogenflaggen. Oh, Alter, was ist das denn? An den Dadaismus erinnert folgender Wortwechsel: Deutschland den Deutschen, Antwort und Pizza den Pizzen. Hä? Das ist ja die dümmste Antwort, die ich je gelesen habe. Also, Pizza den Pizzen? Also, Bis Pizzen können. jetzt. Oh, nee, ich muss Entschuldigung. da gar nicht drüber reden, oder? Also, Pizzen können sich ja gar nicht selbst essen. Oh Mann, ey. Es ist, also diese, der, also okay, ich verstehe, warum wir nur immer 0 Punkte bei den Witzen bekommen haben, weil sie einfach schlecht sind. Ja, Also da achso, ist und sogar guck noch der mal, erste am besten. im letzten Absatz schreiben sie das, was mir nämlich wichtig ist. Allerdings ist Vorsicht geboten. Zynismus ist hier nicht gemeint. Er verletzt und verschärft die Situation. Ich würde halt sagen, generell auch Ironie schon. Er verletzt und verschärft die Situation. Eigentlich schade, weil das immer ganz gut passt. So, was haben wir noch? Ansprüche reduzieren. Oh, was heißt denn das jetzt? Wir sind doch hundertprozentige, wir wollen Gewinn für die Demokratie. Jawohl. Man muss wissen, dass die Einstellungen, die zu den Parolen führen, zum Kontinuum, aha, gehobene Sprache, einer Lebensgeschichte gehören. Die zum Ausdruck gebrachten Vorteile und Zerrbilder haben sich diese Menschen über Jahre hinweg angeeignet. Die Konfrontation mit einer Gegenposition ändert da zunächst oft wenig. Denn häufig gilt, was ohne Argument geglaubt wird, kann auch nicht mit Argumenten widerlegt werden. Das war doch sogar schon irgendwann mal ein Satz bei dem Level-Anfang. Ja, das war mal in so einer Beschreibung, ja. Ja, klar, das haben wir ja auch gesagt, dass man nicht in einer Konversation alles umkrempeln kann. Das ist illusorisch. Selbst bei Leuten, die kein gefestigtes Weltbild haben, geht das nicht so fix. Ja. So, die langfristige Wirkung beachten. Ist das nicht genau dasselbe nochmal? Dann mach du mal noch das Letzte. Ein Gespräch ist noch nicht vorbei, wenn die Begegnung formal beendet ist. Das Gesagte wirkt nach, gerade wenn, siehe oben, ah, okay, der Widersacher mit Authentizität überzeugt hat. Aus vielerlei Gründen, zum Beispiel der Angst vor einem Gesichts- oder Prestigeverlust, werden während des Gesprächs oftmals noch keine Zugeständnisse gemacht. Aber vielleicht verknüpfen sich die gehörten Worte Wochen oder Monate später mit zwischenzeitlich hinzugekommenen Erfahrungen und entfalten schließlich doch noch eine Wirkung. Ja, klar. Das sehe ich ähnlich. Also steter Tropfen hüllt den Stein. Ja, Könnte ja. man Also das ist auch so ein Ding. den Satz, den Absatz Da, zusammenfassen. ich glaube, wir hatten das auch schon mal nach so einer Begegnung als Tipp quasi, dass das irgendwo stand. Also ich meine, nach so einem Level, ausschnittsweise. Naja, ist ja okay. Da mache ich jetzt denen nichts zum Vorwurf draus. Gut. Die müssen sich ja irgendwie ein bisschen wiederholen. Was haben wir hier noch? Wir können nochmal den Avatar bearbeiten. Ah, siehst du, hier könnte man einen Namen einschreiben. Okay. Ah, dit, 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 dit. Da wäre es gewesen. Schön, dass wir eine Ist Frau mit Bart erstmal bekommen. das ein Bart oder ist das ein. Denkst Ah du? ja, es, ich Oder was soll das weiß nicht, sonst ich sein? kann da gar nicht so richtig sehen, wo das Kinn ist. Also. Ach so, ich verstehe, das ist so ein. Ah, alles klar, ja, es ist ein Bart, okay. Ich dachte, das ist der Hals oder so. Das So ist so klein bei mir. Doppelkinn, aber in der Horizontal. Ich dachte, das ist ein Hals und die trägt so ein Joker, so eine Halskette, weißt du? Ach Gott, diese, oh Gott, ja. Ja. Aber gut, ich will, ja, was heißt für 0 Euro? Es stimmt ja nicht ganz, ne? Also, wir haben es bezahlt mit unseren Steuergeldern. Ja. Genau, klick mal auf Mitwirkende, bitte. Die App Konterbund So. ist ein Angebot der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Aha. So, und Demokratie wen haben beginnt wir hier mit noch? dir. Ja, wen haben wir noch? In Genau, kommt bestimmt Kooperation damit haben Amadeo. wir Sachsen-Anhalt politische Bildung. Ja.
Dann haben wir Waldschlösschen Akademie. noch nie gehört. Ah, Ah, hier hier, kommen Amadeo endlich. Antonio Da Stiftung, gibt sie sich die jawohl. Ehre. Der Paritätische, ist doch so ein Wohlfahrtsverein oder so. Anscheinend. Dann haben wir IG Metal. IG Metal, genau, was kommt danach? Mit Ey, diesem du geilen kannst, also grauen Logo. Gewerkschaften sind halt auch nutzlos mittlerweile, oder? Die Ja. sind so zahnlos geworden, das ist lächerlich. Bis auf diese eine Lokführergewerkschaft. Und die wurde ja damals so niedergeschrieben. Naja, Okay. gut, also die tun schon immer gut die Löhne erhöhen, aber ja, an sich bin ich einfach wegen der politischen Ausrichtung von Gewerkschaften nicht so ein Fan. So, jetzt haben wir ja wunderschön und undeutlich. Ja, da haben sie Was zur so Hölle? in 100 mal 100 Pixel Bild bekommen, haben gesagt, naja, wir strecken das jetzt groß. Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, okay. Aha. 10 Jahre Lamsa, oh Gott, das ist auch so ganz klein Text in Logik. Landesnetzwerk und der Rest kann ich lesen Ja. tatsächlich. Landespräventionsrat, Sozialverband Deutschland. Naja, Ach, okay. mehr gar nicht. Also ich dachte, es Mehr gar sind noch ein nicht. paar mehr Blutsauger dabei. Aha, und guck mal, der Strategieguide ist von einem Professor entstanden, Professor Dr. Klaus-Peter Hufer. Professor Aha. Doktor fernab vom Leben. Und gehen wir weiter. App-Entwicklung durch Vasa Games oder Watsa Games, was auch immer. Schau mal bitte im Aha. Hintergrund, was die noch bisher so gemacht haben. Ja, okay, interessant. Vielleicht haben wir da noch schöne Spiele. Oder ob das ihr Erstlings- und einziges Werk war. Watsa Games ist ein Entwicklungsstudio mit Bildungsanspruch aus Berlin. Natürlich Berlin. Ja, natürlich. Sind die schon auf Steam vertreten oder? Aha. Also, wir haben schon ein paar andere Spiele. Also, ich Ach, kann jetzt das tatsächlich. auf der Stelle nicht so. Ah, okay, also, wir können da gern noch was von den Spielen. Zum Beispiel gibt es hier ein Spiel: No Male Heroes ist ein News Game über sexistische Stereotype in der Spielkultur. Okay. Ja, das klingt ja super. Was hast du, siehst du noch weitere Titel? Ja, Luca und ein verhängnisvoller Sommer klärt kindgerecht über die Gefahren von Cybermobbing im Internet auf. Ja, Fake okay. it to make it, da geht es um Mechanismen von Fake News. Aha, auch interessant. CDG4E, achso, das ist Erasmus. Moving Tomorrow. Aha, natürlich, da geht es um interkulturelle Fähigkeiten. Moving Tomorrow, weißt du, um Migration und solche schönen Themen. Was soll denn Pieces of das? Data, ein Datenhorror-Game. Kannst du deinem Handy wirklich vertrauen? Das finde ich sogar ganz interessant. Geht es vielleicht so um Ja. Datenschutz? Dann halt Konterpunkt. Und dann gibt es noch Sunny Fighter. Jetzt wird zurückgeschlagen. Der härteste Job der Welt bekommt sein eigenes Game. Eine Nacht auf der Reeperbahn, eine Mission Leben retten. Und Gaffern aufs Maul hauen. Oh, Entwickelt für was? das Bohemian Bowser Ballett. Okay. Also auch da wieder natürlich ZDF-Rundfunkgelder. Ja, wieder das Kreisgewächse. Genau, Bohemian Bowser Ballett ist der Teil von dem Funknetzwerk, Ich was wir dachte jetzt bezahlen. bei wie heißt der Titel? Sunny, was war's? Kämpfer? Nee. Sunny Fighter, jetzt wird Sunny Fighter, zurückgeschlagen. genau. Da Ja, dachte ich so, tatsächlich dass auch. du mit Desinfektionsspray rumrennst zu Corona-Zeiten. Ach so, ah, okay, ja, das wäre witzig. Nee, ich da denke natürlich bei Sunny Fighter, jetzt wird zurückgeschlagen, eher an die ganzen Gesundheitswesen-Mitarbeitenden, Arbeitenden. Übelste. Was ist Jetzt denn habe ich hier nochmal los, schön gegendert. Mitarbeiter? Ja. Die halt angegriffen werden oft in ihrem Job von bestimmten Leuten, dass die mal zurückschlagen, aber gut, wird vielleicht gar nicht thematisiert in Ja, dem doch, Spiel, darum wenn das ging's so doch, ist. oder? Das hast du doch Ja, vorgelesen. der hat eine Nacht auf der Reeperbahn eine Mission Leben retten, aber ich weiß nicht, ob da jetzt so explizit gesagt wird, wer die da angreift. Ach so, aber dass die den aufs Maul hauen, auf jeden Fall, den Gaffern, das stand, hast du ja Ja, vorgelesen, Gaffern ja. aufs Maul dann, ja. Ja gut, also da haben wir noch was vor vielleicht. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, welches von den Spielen ihr bevorzugen tätet. Und dann Ja. müssen wir da wohl durch, ne? Richtig, richtig. Vasa Games. So. Ja, wegen Vielen Dank an mir. alle Tester. Okay. TesterInnen, Einen bitte oder was? Also. Das war ja so immer vom Kontext losgelöst alles. Die ja. hätten auch, du bist jetzt auf Platz A und hast Situation B machen können. Das wäre ja kein Unterschied gewesen. Na gut, So. wann ist bla bla bla, wunderhübsch. Ach, Version 7.7.
Ja, gibst du da? Wie zur Hölle hat Version 5 dann ausgesehen? Meine Güte. Also Gut, ich würde für so ein sagen, kleines Spiel, 7 Versionen, was zur ja, da Hölle? ja. Finde Ich ich sage nicht, schwach. wie die das versioniert haben. Ähnlich ich jetzt okay. Also, ja, von meiner Seite können wir das hier beenden. Ich Ja, habe es gehen jetzt nochmal süßer essen. nach diesem schrecklichen Game. Aber das war doch jetzt ein richtig schöner Speedrun trotz allem. Ich hoffe, den Ja. Zuschauern hat es gefallen. Und ich denke, wir steigen wieder herab erstmal in die Goldgrube, bis die Zuschauer geschrieben haben, welches Spiel sie gern sehen wollen, richtig? Richtig. Mit Goldschool meinst du natürlich Respekt kompakt. Ja, lass Ja. da mal wieder was schauen, ja. Das ist ziemlich lustig. Okay, gut, dann macht's gut, Leute. Bis Genau. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.